الجدوس نبيان دبواش مرتا ميهم مستنقك كنارين تكل فريج ملوان. Fliege Nummer 2 in meiner irischen Top-10-Liste ist der große Allrounder DiBiBio. Die sollten Sie immer dabei haben, weil Sie damit Bachforellen genauso gut wie Lachse und Meerforellen fangen können. Angeblich soll DiBiBio die Weißdornfliege imitieren, ein Insekt, das es nur gibt, wenn der Weißdorn blüht. Aber unsere künstlichen Bibios fangen Fische vom ersten bis zum letzten Tag der Angelsaison. This is now a special performance by Mr. Raimondo Ricardo. So, just to cheer us up here. It takes it there. I would love to see that. You catch a big fish now here. Oh! What did I do? Now catch it. Oh, for f***'s sake! For f***'s sake, he catches it. What's going on? So, with a little help from a friend, Raimondo is now showing us how to catch fish on a tree. To keep it. What we do for a laugh? I don't believe it. I don't believe it. Oh jeez! Shit! Topless! Nun aber zu meiner Variante der Bibio. Hakengrößen variieren von 8 bis 16. Ich nehme hier einen 10er. Das ist praktisch ein Standard. Und zuerst kommt da eine Lage Bindefaden drauf, wie immer, als Grundlage für die Fliege. Nun gibt es viele Binder, die DiBiBio ohne einen Tag binden. Aber mir gefällt der sehr gut. Darum binde ich ihn rein. Das mache ich hier wieder mit dem Silberfaden oder Silberdraht, was immer Sie nehmen möchten. Und der geht dreimal rum. Und da ist unser Tag oder Anhängsel, wie wir schon wissen. Der Körper von der DiBiBio ist aus schwarzem, rotem und schwarzem Floss gemacht. Der Trick ist nur, dass das Schwarze aufgeteilt wird in zwei Portionen. Ich binde jetzt erstmal das Schwarze ein. Und damit werden jetzt etwa 25% des Körpers gebunden. Der soll schön schlank sein. Binde ich ein und schneide ab. Immer wieder 2 oder 3 mm überlassen. Und jetzt kommt die rote Zahnseide. Das sollen jetzt etwa 50% des Körpers ausmachen. Also da muss man schon ein paar Mal mehr drum wickeln hier. Schneide ich wieder ab. Und jetzt kommt der letzte Teil des Körpers, der dritte. Wieder schwarze Zahnseide. Binde ich ein. Und achte wieder darauf, dass vorne genug Platz ist, um nachher die Hechel da reinzukriegen. Das lege ich fest, schneide es ab. Die Hechel für die DiBiBio kann lang sein, mit Fibern auch so ungefähr Hakenlänge. Den Flaum zupfe ich wieder ab hier hinten. Den brauchen wir nicht, den wollen wir nicht. Und hier nehme ich jetzt wieder das erste Stückchen weg, das ich aber wie immer aufhebe, wie wir wissen, um nachher das Haken sauber zu machen. Jetzt binde ich das Ding ein, 6-7 Mal rum, damit die nämlich nicht beim Rumbinden verrutscht. Ja, diese Hechel wird palmerartig rumgewickelt, das heißt, dass sie sich über den ganzen Körper erstreckt. Nur
ist darauf zu achten, dass diese einzelnen Windungen weit oder relativ weit auseinander liegen, damit das Rote vom Körper gut durchscheint und nicht unter dem schwarzen Hechelkranz verloren geht. Jetzt nehme ich wieder meinen Silberdraht und winde den entgegen der Windungsrichtung der Hechel. Und wie ein Wunder bleiben die Hechelfibern aufrecht und werden nicht eingebunden, wenn man so ein bisschen dagegen zupft. Das fange ich mir jetzt hier ein mit dem Bindefaden. Und schnipp. Das hintere Ende hier kann auch weg. Das brauchen wir auch nicht mehr. Der Whip Finisher, wie immer, am Ende einer Fliege eine ganz entscheidende Sache. 10, 12 Mal rum oder sowas, bis man einen richtig schönen Kopfknoten hat. Und da ist eine Bibio, die nur noch einen Tropfen Lack braucht und dann Fische für uns fangen wird. Und noch den Federrest durchs Öhr führen. Und da haben wir unsere Bibio. Oh.